Jo, servus und willkommen zu unserer heutigen Gruppentherapierunde. Ich bin Mac Vorago, euer Therapeut, und wir sind immer noch in Arthus Prime unterwegs, in den Minen. Und zwar als Cain Katarn. So, wir sind letztens nach einigen planlosen Umherhirn hier auf diese lustigen Loren hier reingekommen, haben schon ein paar dieser komischen Krabbel-Aliens erledigt und schauen jetzt mal, was wir jetzt noch entdecken. Wir waren hier in dieser Ecke schon am Schauen. Ich gehe noch mal kurz zurück, bevor wir jetzt weit nach oben gehen. Würde ich nämlich gerne noch mal hier diesen Seitengang untersuchen. Und hoffe mal, dass uns ja, so viel zu dem Thema. Ich hatte gehofft, dass uns keiner von diesen Krabbelviechern über den Weg läuft. Ach du Scheiße, das werden ja immer mehr. Immer noch habe ich keine Lust herauszufinden, was die eigentlich tun, wenn die uns erreichen. Aber naja, wir versuchen mal unser Bestes. Wir haben hier ein komisches Konstrukt, wo ich doch ein bisschen zaghaft bin, ob wir hier hinaufgehen sollen. Da geht's weiter nach unten, in diese Richtung. Haben wir einen großen langen Gang, wo ich erstmal hoffe, dass da nicht so viel von diesen Viechern sind. Aber da hinten haben wir schon wieder einen von den Kandidaten. So viel zu dem Thema, nicht davon erwischen lassen. Bis jetzt sind wir immer noch gut dabei. Da kommt der Nächste. Der. So, bis jetzt sind wir unserer Linie treu geblieben. Keiner von diesen komischen Viechern hat uns erwischt, aber diese ganze Aktion hat uns relativ viel Munition gekostet. So, dass ich hier mal auf die Bewaffnung, auf eine andere Waffnung wechseln muss. Und dass wir schauen, dass wir bald mal wieder Munition bekommen. Das Nachtsichtgerät hilft uns hier leider nicht so wirklich weiter. Aber hier gibt es einen Energiekanister zum Looten. Einmal kurz leise lauschen. Okay. Okay, damit sind wir hier die Runde rum. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir, dass hinter uns soweit alles clean ist. Da scheint es wieder nach draußen zu gehen. Was ist denn das? Sieht aus, als würden die hinterbliebenen Sklaven. Interessant. Der Cain hat hier etwas entdeckt. Irgendwie macht mich das Geräusch ein wenig nervös. Wahrscheinlich wird es jetzt darauf hinaus sein, was wir das Ding einschalten. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal den anderen Weg bis zu Ende folgen. Deswegen gehe ich hier nochmal kurzerhand zurück. Hier sind wir an der Weil ich habe das dumme Gefühl, dass wir wieder auf Krabbeltiere treffen könnten. Deswegen bin ich ein bisschen zaghaft hier an der Ecke. Okay, da sehe ich Licht. Das war einmal im Kreis gelaufen. Deswegen sind wir ganz gut hier sicher. Also wir haben jetzt diese Mine hier ein bisschen aufgeräumt, keine kleinen Krabbeltiere mehr da, finde ich persönlich ungemein super.
weil die Tierchen waren schon nicht gerade sehr lecker. Erinnerten mich so ein bisschen an diese Gehirnsauger von Half-Life. Aber ich wollte nicht unbedingt herausfinden, was sie tun. Apropos herausfinden, was sie tun, finden wir heraus, was dieses lustige Maschinchen hier tut. Das finde ich ja sehr neckisch. Aber bis wohin läuft das? Okay. Yep, da hatten wir wieder einen von den Freunden. Was geht hier vor? Weiß ich auch nicht, aber ich habe keine. Mehr keine Marsch. So, damit haben wir ein Problem. Unsere Standardwaffe ist ein bisschen out of armor. Deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich versuche mich hier langsam ein bisschen um die Ecke zu gucken und so weit wie es geht die Freunde schon mal zu eliminieren. Da haben wir da noch einen stehen. Läuft soweit erstmal ganz gut. Da haben wir wahrscheinlich noch einmal eine Sturmtruppe von der Laser her ausgeraten. Aber der Weg nach unten sieht wahrscheinlich so aus. Wenn man gesehen hat, kam nämlich diese Fähre hier an. Genau, diese hier. Und sie hält genau hier drunter. So. Oh, jetzt hier wieder absteigen. Weil ich habe keine Lust herauszufinden, was dieses komische blaue Schutzschild mit uns tut, wenn wir da ankommen. Und wir haben wieder ein bisschen Munition sammeln können. Und haben wir einen lustigen Kontrollraum. Tasterschalter, nichts, was wir benutzen können. Aber Munition, weiter Munition sammeln. Wobei 90 Schuss jetzt noch kein riesen Polster als solches ist. Aber jetzt mit 140, naja. Dann haben wir da unten noch ein paar Waffen rumliegen, die ja auch so gut wie nie genagelneu sind. Nur einmal kurz fallen gelassen. Die sammeln wir natürlich auch ein. Haltens. Hier haben wir Granaten. Die da oben möchte ich auch haben. Ich möchte nur nicht ins. Ne, das wird nix. Ich speichere mal kurz zwischen. Jetzt haben wir hier noch was einsammeln. Interessant ist natürlich die Frage, was sie da auslassen. Sieht nur nach ein bisschen. Tja, weiß nicht. Pulverstaub aus. Keine Ahnung. Wir können noch mal warten, bis einer kommt. Dann schauen wir uns noch mal rein. Ja, wo bleibt er denn? Ah, da kommt jetzt gerade einer angeflogen. Vielleicht können wir jetzt erkennen, was sie abwerfen. Na. Ah! Die werfen diese Kristalle hier hinein, wie wir jetzt gesehen haben. Okay. Wer da? Der. Hat er was? Weiß nicht, ob da was war. Müssen sehen, dass wir mit Munition etwas sparsamer sind. So, der ist auch weg, weil wir haben leider ein bisschen sehr viel Munition bei den. Bei diesem komischen Krabbelkäfer verbraucht. So. Hier sieht es gut aus. Da kommen wir nicht. Aber den freuen wir ihn noch ab. So. Jetzt haben wir erstmal die Sache soweit gereinigt. Der Weg wird natürlich hier drüber gehen. Ja. Gucken, ob wir hier noch was zum Einsammeln. Und etwas Feines, wir können hier endlich mal unseren Schild wieder ein bisschen regenerieren.
War jetzt nicht die Riesenausbeute, aber ich denke, mit 81 sind wir ganz gut dabei. Und dort drüben haben wir noch mal ein bisschen Munition. Wobei, hier liegt noch eine Stromtruppe-Waffe rum. So, alles eingesammelt. Kurz mal einmal gespeichert. Hey, was, wo, was, ich? Was, wo, ich? Nö, der meint nicht uns. Kein Fall. Ist ja keiner da, also kann der nicht uns meinen. Okay, wir kommen hier wieder ein bisschen nach draußen. Was? War jetzt nicht ganz so geplant. Wir sollten mal vielleicht ein bisschen... Schauen wir mal, wo die sind. Denke mal, mit der Granate haben wir ein... ja. Was ein bisschen nervig ist, dass das Fahnenkreuz ein bisschen hin und her springt. So, damit wäre die Sache erledigt. Was? Wie, hinter mir? Hinter mir ist Wand. Hinter mir ist alles super. Ich denke mal, hier stehen wir soweit ganz gut. Da haben wir noch einen Offizier, der ein bisschen nervt. Weiß nicht. Jeder kümmert sich um seine Deckung selbst. Und ich kümmere mich um euch. So. Okay, damit haben wir zufällig schon den Fahrstuhl aktiviert. Haben jetzt hier die Möglichkeit, mal ordentlich Munition einzusammeln. Eine Versorgungskarte, Bacta-Kanister. Einen aktivieren wir gleich mal sofort. Noch mehr Munition. Damit können wir unser kleines Munitionsverbrauch kompensieren. Und einmal den Bacta-Kanister aufgenommen. Diese Maschine sieht ja schon sehr interessant aus. Was die wohl tun mag, ich glaube, das werden wir in dem Sinne gleich herausfinden, wenn wir das Ding einschalten. Doch davor möchte ich noch mich hier ein bisschen mehr umschauen. Hier haben wir nochmal Sprenggranaten als solches. Da oben kommen diese Freunde raus. Ich vermute mal, dieses wird ein lustiges Pult sein zum Schalten. Mon Mothma hatte recht, Jane. Es wimmelt hier von Hinterbliebenen. Sie haben Gefangene genommen. So. Ja, das wird die Republik wohl in Bewegung setzen. Ich alarmiere die Flotte und hol dich. Ruf du ruhig Verstärkung, aber ich habe hier eine Mine zu sprengen und Gefangene zu befreien. Versuchst du das Honorar zu rechtfertigen? Bereite dich vor, mich abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es unangenehm werden könnte. Wer braucht denn noch das Gefühl, ja, wenn du bereits mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist? Bereite dich nur darauf vor, mich abzuholen. Wie ihr befehlt, o Jedi-Meister. Aber wir jagen hier ein bisschen was in die Luft. Okay. Dieser Ort stürzt gleich ein. Wenn ich keinen Weg hier rausfinde, musst du Hilfe holen. Mach, dass du da rauskommst, Kai. Hier haben wir noch eine Tür. Okay. Die Tür sieht super aus. Was war das? Lustigen Breakdance da. Hier sieht es erstmal soweit toll aus. Aber es rumst kräftig hier. Und da ist die Tür versperrt. Das wäre normalerweise ein Ausgang gewesen. Diese ist aber hier ein bisschen versperrt. Da würde ich mal versuchen... Wir haben ja noch dieses komische Transportsystem, was da erwähnt worden ist. Vielleicht... Okay, da ist die Tür auch versperrt. Wir kommen also hier nicht mehr... auf den direkten Weg entlang. Dafür, dass es hier die ganze Menge alles einstürzt, sind die Leute noch sehr aggressiv. Ja.
Ich mag diese komischen, kleinen, schnellen Krabbelfiecher gar nicht. Ich hoffe mal, der Freund wartet da oben nicht auf uns. So, damit haben wir hier genug Munition zum Einsammeln. Der Blaster ist voll. Meine Hoffnung ist, dass wir über... Okay, hier haben wir noch... Da haben wir ja noch diese Transportsystem, was wir erst entdeckt haben. Ich hoffe mal, dass wir da drüber wegkommen. Alleine schon das Geräusch, was diese komischen Viecher machen, ist schon sehr nervtötend. Dieses Kratzengeräusch, also mein Fall ist es nicht ganz... Könnt ihr mir Spannenderes vorstellen? Aber hier ist unser Transportsystem. So, einmal kurz gespeichert. Wo uns dieses lustige Transportsystem hinführt oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play The Jedi Knight 2 The Jedi Oscars. Ich sage erstmal Servus Ade, ich bin Mac Wurago.